Da war doch auch irgendwo eine Moneykiste, ne? Eine Money. Drop the beat, Bass. Money. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Tom Clancy Ghost Recon Wildlands mit Benny. Hallo. Hallöchen. On the bike. Danke. Bitte. Mach's kaputt. Mach kaputt. Guck mal da unten. Komm mal mit. Nein. Was ist die Oberfläche. Da. Hier sind Sachen zum Einsammeln. So, wir sind in einer neuen Aufnahme. Wo den Typen? Ach hier, das Fass. Okay. Ja. Wir müssen uns erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Und sind hier auf irgendeiner Insel gerade gespawnt. Spawned. Das sind auch noch Medikamente. Also ey, entweder habe ich die schon genommen, weil ich kann sie nicht mehr aufnehmen. Hallo? Vielleicht das fehlt für mich jetzt auch. Ich krieg das die ganze Zeit auch. Ach, okay. Haben sie das geändert? Ah, dann können wir das jetzt... Reicht's, wenn einer einsammelt? Sehr gut. Dann musst nur du noch einsammeln. Oh, endlich. Ja, oder du. Ja. Ja, aber ist ja egal, wenn wir dann unabhängig voneinander sind. Ja, ja. Ne? Dann kriegen wir das beide. Weil ja. Ich kann das jetzt auch nicht mehr nehmen. Okay, sehr gut. Oh. Das habt ihr gut gemacht, Leute. Endlich, ja. Ja. Okay, wir sind hier auf so einer Insel. Haben wir denn hier irgendwie was Heli-mäßiges? Bestimmt irgendwo da oben, ne? Oder ein Boot. So, wir müssten in eine neue Region, denn hier den Karsita haben wir ja schon ausgeschaltet, beziehungsweise ja, da seine komische Liste geklaut. Dann haben wir über uns jetzt einen, der hat drei. Wäre, glaube ich, der nächste. Der hat so drei so eine Totenköpfe. Ja. Gehen wir da einfach mal hin. Ja, ich würde sagen, ich sehe jetzt hier kein Heli. Ja, müssen wir uns ein Boot schnappen und erstmal irgendwo hinfahren. The boat. The boat. Was ist denn hier ein Boot? Was für ein Ding? Sieht hier aus wie so eine... so eine Nussschale? Wie so ein Touristenboot, ja. Ich komme dir mal entgegen. Achso, ist ja gleich hier, ne? Da oben. Ach, wie bringen cool. Sie auf hier! Oh, gibt es auch noch mit Verdeck? Wenn es regnet? Aber warte mal. Lass uns mal Platz wechseln. Warte mal. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo du hin willst, genau. Ja, eigentlich müssen wir einmal drehen und dann nach oben. Genau. Das ist ja lustig. Weil wenn man hier zu vier drin hockt. Ja. Alle so schon in einer Reihe. Machen eine Dampferfahrt. So, rechts von uns sehen Sie die Rebellen. Links von uns sehen Sie Drogenkartellmenschen. Ich bin Ihr Reiseführer. Mein Name ist Timo. Bitte sprechen Sie mich nicht an und stellen Sie keine Fragen. Was ist da drüben? Was ist das da drüben? Keine Fragen. Aber das ist ja schon wieder diese blöde Klippe. Nee, da willst du jetzt nicht hin. Ja, irgendwie müssen wir da aber hin. Das ist wieder? Ja, ja, wir müssen da irgendwie das über Ding die... Vor uns, das war das doch. Über die Berge. Ja. Da oben ist so eine Eisenbahnbrücke, ne? Ja, ja, ich sehe auch gerade, ne? Und da ist auch noch so ein Gebäude irgendwie drin, ne? Ja. In den Bergen. Da oben links daneben, lass, ne? Lass mal angucken. Ja, lass uns mal irgendwie ein Heli besorgen. Erstmal gibt's nur Boote irgendwie. Ah, hier ist Strand. Vorsicht beim Aussteigen. Ich warte erstmal, bevor mich das Ding wieder umnietet. Da. Ganz brav. Geht gar nicht weiter. Wahrscheinlich wieder Zeitlupen-Modus, ne? Bin ja, ich mal schneller? Nee, nicht wirklich. Ich überhole dich gleich wieder. Ich verstehe es nicht. Weil bei mir sieht es halt gar nicht so aus. Da bin ich. Naja, ich habe schon auf der Map gesehen, dass du mir immer näher kommst. Hier müssen wir hoch, glaube ich. Komm, oder kommst du da hoch? Wo? Ich weiß nicht. Ach, da. Da oben ist diese Brücke. Ich will mir das mal angucken. Das ich glaube, dass ich beim nächsten Mal doch Ausdauer skille. Das nervt mich.
mehr rennen kann. Ja, naja, aber das ist mal irgendwie ein Heli besorgen, ne? Ja. Ja. Haben die da ein Heli? Sprengen die nicht wieder in die Luft? Nee, nee. Deine Granaten? Da steht ein Heli. Ach, da war doch einer drinnen. Das war doch das Ding. Jo. Boah, pass auf hinter dir und so ein Laster. Olle Berdo! So. Ich sollte mal in Deckung gehen, ne? Warte mal. Immer nur noch ein Stück. Okay. Da ist aber noch irgendwo einer, aber egal, wir können einfach irgendwie die schnappen. Genau. So, wo ist? Ich mach das, ich fliege. Ich mach das, ich fliege. Hast du gehört? Mach mal. Ich sitze eh immer gerne draußen hier in der frischen Luft. Hoch 10, hoch 10. Das ist gar kein Haus, das ist hier der Tunnel. Was ist das? Ja, guck mal, da stehen Leute. Oder war das mal so eine Art Staudamm oder was? Nee, nee, Eisenbahnbrücke, aber warum stehen da Leute? Was ist mit euch hier? Siehst du die vor uns? Hilfe oder was? Wie sind die denn hier mit dem Auto gelandet? Ja. Hä? Was macht ihr hier? Das sind Touristen oder so, keine Ahnung. Naja, komm, ist Wayne. Ja. Wayne, das hat schön gemacht hier, war? Ja, ist cool. Auch die Straßen hier, ne? Durch die Berge und sowas. Ja. Alter, was auch für ein fetter Berg. Ja. So, dahinter müsste das neue Gebiet sein. Dann kriegen wir wahrscheinlich erstmal ein Video. Über den nächsten Kontrahenten. Über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Zurück zum Fahrzeug. Oh, ich habe immer Angst, dass ich hier rausspringe aus Versehen wieder. Warte mal, Fallschirm. Wir haben ja schon wieder ein paar Tage Pause gehabt. Genau, war da. Zwei Wochen, ne? Ja, ja. Stimmt, ne? Zu den Feiertagen. Letzte hatten wir auch nichts gemacht. Nö. Ja, erstmal wieder reinkommen. So, da sind wir. Kriegen wir ein Video? Tabakal. Bei mir kommt nichts. Nee, bei mir auch noch nicht. Vielleicht müssen wir erstmal landen. Komm, wir suchen uns mal eine schöne Stelle. Ist cool, das ist so ländliche Gegend irgendwie, ne? Ja. Auf jeden Fall schön bergig. Mhm. Komm, wir gehen mal runter hier und gucken mal. Ist ja voll das Tal so richtig. Ja, ja. Okay, sieht sich hier richtig durch. Ja, voll cool. Ja. Ist voll nice. Pass aber auf, hier sind Leute. Ja, die hauen schon ab, oder? Aber das sind ja höchstens ein oder zwei. So, dann mal raus. Mal gucken, jetzt kriegen wir doch einen Anruf, oder? Da ist er. Ah, okay. Jo. Was hatten Sie für uns? Tabakal war mal ein wichtiger Kaffeeproduzent. Aber vor ein paar Jahren hat Santa Blanca die Kaffeebauern gezwungen, Cocaleros zu werden. Und nur noch für das Kartell anzubauen. Wer ist unser Vorsicht, der Heli. Ein Kartellboss namens Madre Cuca. Hm. Die Cocaleros haben furchtbare Angst vor ihr. Sehen Sie sich das Video an, das ich geschickt habe, und Sie verstehen, warum. Sie führt Tabakal wie ihr eigenes Minikartell. Produktion von Coca-Blättern, Vertrieb mit Trucks und Zügen, sowie genug Aufpasser, um die Cocaleros bei der Stange zu halten und die Konvois zu sichern. Alles gnadenlos effizient. Ich stehe mit einer kleinen Rebellengruppe in Kontakt. Sie wollen uns helfen, wenn wir unsere guten Absichten zeigen. Was schlagen Sie vor? Gewinnen Sie Ihr Vertrauen. Erstens, ein alter Cocalero namens Chavez hat versucht, die Bauern gegen das Kartell zu vereinen. Er soll in der landwirtschaftlichen Kooperative eine Rede vor den Cocaleros halten. Kontaktieren und schützen Sie ihn. Was noch? Zweitens bezieht das Kartell sein Coca in dieser Provinz von einer einzigen Farm. Überfallen Sie deren Leute, wenn Sie es abholen. Das ist ein Signal an die Cocaleros und stört Madre Cocas Produktion. Mhm, okay. Video. Okay, machen wir Video, wa? Mhm. Oh, gedrückt halten. Ruperta Faro, Madre Coca. Früher wurde in Tabakal Kaffee angebaut, aber die Kartelle haben den Wechsel auf Coca forciert.
viel profitabler. Um mit Kaffee das gleiche Geld zu machen wie mit Coca, müsste man sich in Cafés die Böhnchen kiloweise durch die Nase ziehen. Madre Coca wuchs als Raspachina auf, als Coca-Pflückerin. Auf illegalen Coca-Farmen gibt es kein Gesetz gegen Kinderarbeit. Es war eine einzige brutale Tortur. Sie hatte einen Sohn, dem es einmal besser gehen sollte. Pech gehabt. Pablo starb an einer Überdosis. Coca-Kaffee, ja. Kommt eine Mutter damit klar, das Produkt anzubauen, das ihr Kind getötet hat. Den meisten öffnet es die Augen und sie ändern ihr Leben. Für Madre Coca war es genau das Gegenteil. Sie ließ ihre Wut an den Leuten in Tabacal aus, zwang ihnen die Entbehrungen auf, die sie selbst erlebt hatte. Und wie jeder Tyrann expandierte sie ihr Reich. Das brachte die Leute gegen sie auf. Kein Problem. Mit El Jajos Rückhalt wurde sie eine mächtige Frau im Kartell. Und die Menschen lernten ihre Lektion. Leg dich nicht mit Mama an. Ist fertig? Ja. Ja. Leg dich nicht mit Mama an. Dann legen wir uns mal mit Mama an. Genau. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich... Ach, da oben. Story-Einsatz. Du musst noch... ich muss noch beitreten, glaube ich. Ne? Ich habe noch nicht ausgewählt. Wir haben zwei Story-Einsätze. Erkunden Sie die Coca-Plantage und finden Sie den Gewerkschaftsführer der Cocaleros. Ein respektierter Cocalero namens Chavez will die Einheimischen gegen Madre Coca aufnehmen. Wir müssen ihn um jeden Preis am Leben halten. Nett. Oh, das ist ein ganzer Weg. Dann lass uns gleich mit Medien gehen. Den müssen wir jetzt schützen dann wahrscheinlich, so wie sie es angehört hat. Wir müssen ihn auf jeden Fall am Leben erhalten. Ja, unser Spezialgebiet. Total. So, dann mischen wir mal das Gebiet hier auf. Hochziehen. Alter. Oh, guck mal, hier vor die fette Stadt. Ja, war. Über den Berg. Voll geil, Alter. Das ist richtig in den Tälern hier. Ja. Stadt Bella Selva. Ah, ja. Ja, Zeug kommen wir auch noch. Einst eine Kaffeebauernstadt. Ein Drogen. Okay, hier sind wir. Ah, jo. Mann. Oh. Da ist Chavez. Wahrscheinlich hält er gleich seine große Rede. Er zeigt dem Kartell wohl eher den Mittelfinger. Der Kerl hat Eier, das muss man ihm lassen. Gut, versuchen wir ihn zur Vernunft zu bringen, bevor es mit dem Gewerkschaftsführer. Licht, Leute. Okay, den sollen wir zur Vernunft bringen. Warum? Der ist hier oben, ne? Ja. Können wir nicht seine Rede uns anhören? Warte mal. Der hält doch jetzt eine Rede, oder? Wer zum Teufel seid ihr? Ach, du quatschst schon mit ihm, ja? Ja. Erwarten Sie Ärger, Senor. Ist das? Oh, egal. Sie haben mir nicht geantwortet. Keine Sorge, ich will Sie von einem großen Fehler abhalten. Fehler? Usted que sabe. Seit wann ist es falsch, seinem Volk zu helfen? Wenn Sie diese Rede halten, werden Menschen sterben. Ganz einfach. Madre Coca wird ihre Leute schicken und dann wird es blutig. Also soll ich schweigen? Ist das die Antwort? Se equivoca. Dann sind Sie nicht besser als Madre Coca. Ich glaube, das wird gleich ungemütlich hier. Gringo. Ich... Jetzt redet er, oder? Wir sind bei der Kooperative. Chavez hat unsere Warnungen ignoriert. Er will bald zu den Cocaleros sprechen. Die Rebellen sagen, Chavez sei ein waschechter Revolutionär. Er ist so gut wie tot. Das Kartell wird nicht tatenlos zusehen. Halten Sie Chavez auf jeden Fall am Leben. Dann wissen die Rebellen, dass wir ihnen wirklich gegen Madre Coca helfen wollen. Alles klar. Okay, wir müssen ihn am Leben halten. Ja, super. Ich steck mal hier, die kommen doch bestimmt von da vorne. Alter, da hinten explodiert schon alles. Da geht's schon ab, ja. Lass mal uns hier bleiben, würde ich sagen. Ja. Kommen bestimmt von da. Unsere eigenen Herren, hombres libres, sembrábamos café, bestellten unsere Felder mit Stolz. Da kommen schon Autos. Und was sind wir jetzt? Ja. ¿Qué nos ha hecho esta diabólica mujer? ¿Qué nos ha hecho madre Coca? Alter, wie du reingerast kommst.
Da sind sie doch. Alle auf den Boden. Hinlegen. Tango ist tot. Madre de Coca. Eine tolle Rede. Alter, was ist los? Irgendwas explodiert vor mir. Pass auf, die nächsten. Ja. Verdammte Scheiße. Okay. Nein, Unidad! Unidad! Ja, die sollen sich raushalten. Unidad kommt! Nein! Warum? Geht weg! Alter, verpiss dich hier, Dreckschweine. Ich jetzt Bekanntschaft mit meinem Granatwerfer. Bäm! Oh, tut mir leid, Leute. Egal. Drittes Ziel da. Jawohl. Bam. Kommt schon die nächsten. Ja, die Zivilisten, tut mir leid, aber mir ist egal. Warps. Oh, hinter uns, hinter uns? Mhm. Ah. Was? Sie getötet? Oh, der wurde ist umgebracht. Der Tod. Oh, okay. Okay, die kamen von hinten dann auch, da sind sie auch gespawnt. Mm. Wahrscheinlich haben sie ihn von da abgeballert. Ja, ich hatte gerade zwei noch weggeholt, aber einer war noch da. Ja. Nee. Was macht der denn auch, der Trottel? Ja, Mann. Ja. Ist überhaupt weggegangen? Ich dachte, er steht die ganze Zeit noch da oben. Ich dachte, er steht da bei dir auch, ja. Naja. Okay, gleich wieder hin da. Ja. Da hinten explodiert schon wieder, ey. Was ist das für ein Land, Alter? Da war doch auch irgendwo eine Munikiste, ne? Muni. Drop the beat, bass. Muni. Ich kann schon wieder nicht mehr rennen. Geld ist auf Dauer. Hier ist einer dieser Kartellorden. Den wird bestimmt ein Sekal. War da irgendwo eine Munikiste? Oh, hier ist ein Kartellorden. Ach. Und den nehmen wir uns auch mal mit. Hast du den auch bekommen jetzt? Nee, den muss ich anscheinend selber aufnehmen. Ja. Aber auf jeden Fall die Ressourcen, das ist echt gut gemacht. Ressourcen? Wenn man in einer Gruppe ist. Ja, die Ressourcen. Ressourcen, oder? Ressourcen? Ressourcen? Ressourcen. Ressourcen? Ressourcen? Ich dachte mal Ressourcen. Hier. Ah, man weiß ja, was gemeint ist. Ja. Ah, toll, ich muss mich von der anderen Seite jetzt. Ja, ja, ey, muss ich so. Bleib ich hier. Ey, sag mal. Wo ist denn die Munikiste hier überhaupt? Die ist hier unten dann. Ah, okay. Die steht hier unten. Ja, ich brauche nämlich neue Granaten. Hast du doch, glaube ich, oder? Nach Tod? Ah, ich weiß gar nicht. War das jetzt so? Mal schauen. Ja doch, okay. 1 von 6. Ja gut. Stimmt. Okay, ja, quatsch ihn an. Dann, ja, denk dann, also nach der zweiten Welle war das, glaube ich. Ne? Kommt ihr von Kommen die von hinten? Sie, Senior? Oh, egal. Sie haben mir nicht geantwortet. Ich bin ein Freund und will Sie von einem großen Fehler abhalten. Fehler? Schon. Usted que sabe. Seit wann ist es falsch, seinem Volk zu helfen? Wenn Sie die Rede halten, werden Menschen sterben. Ganz einfach. Madre Coca wird ihre Leute schicken und dann wird es blutig. Also soll ich schweigen? Ist das die Antwort? Se equivoca. Dann sind sie nicht besser als Madre Coca. Geh mir aus dem Weg, Gringo. Ich muss mit meinem Volk sprechen. Kümmerst du dich dann irgendwie hinten an schon, weil bei dir läuft es flüssiger? Ja. Chavez hat unsere Warnungen ignoriert. Er will bald zu den Cocaleros sprechen. Die Rebellen sagen, Chavez sei ein waschechter Revolutionär. Er ist so gut wie tot. Das Kartell wird nicht tatenlos zusehen. Halten Sie Chavez auf jeden Fall am Leben. Dann wissen die Rebellen, dass wir ihnen wirklich gegen Madre Coca helfen wollen. Alles klar. Wie schon alle wegrennen. Er hat noch nicht mal angefangen mit seiner Rede. Ich glaube, du stehst auf dem Weg, ne? Der will da die Treppe rauf, oder? Ah, ne, jetzt geht. Lauf weiter, Junge! Ja, jetzt geht er. Ja. Madre Coca. Vor dem Kartell waren wir unsere eigenen Herren. Hombres libres. Sembrábamos Kaffee.
bestellten unsere Felder mit Stolz. Und was sind wir jetzt? ¿Qué nos ha hecho esta diabólica mujer? ¿Qué nos ha hecho? Alle auf den Boden, hinlegen. Ich hoffe, der Typ bleibt in Deckung jetzt. Zwei sind aber noch da. Und die nächsten kommen auch schon. Ja, nice. Granate! Was macht er denn hier? Er ballert mit? Was macht er denn hier? Also jetzt kam die von hier irgendwie, ne? Wo rennt er denn hin? Ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt bei ihm. Der ballert hier irgendwie auch mit. Der ist da unten an der Kiste. Aber die kommen jetzt hier von rechts, von der anderen Seite. Da kommen die nächsten. Ich seh die gar nicht. Da. Von der anderen Seite kommen auch welche. Wo ist denn der? Hier unten ist noch einer. Hast du die andere Seite? Ja, bin dabei. So, einer müsste hier noch sein. Wo ist er? Auto kommt. Okay, alles clear. Der Typ lebt noch. Auto kommt. Okay, Granate. Oh Gott. Ein Auto. Komm hier, die sind gebombt. Hä? Bäm, sehr schön. Da ist noch einer. Und hinten ist noch einer. Hab ihn. Sauber. Ja. Geschafft, oder? Ja. Chavez ist sicher. Yes. Gute Arbeit. Sehr gut. Graben Sie weiter nach Infos über Madre Cocas Organisation. Juhu. Wohin die Coca-Blätter gehen und wo sie vor dem Transit gelagert werden. Verstanden, wir sind dran. Und das Wetter schlägt um. Ja, Keule, bist du zufrieden? Okay. Tolle Ansprache. Alter, kommen schon wieder welche. Ja. Stärkung dann. Ja, da sind noch zwei Autos gerade. Deckung. Madre Coca. Granate kommt, komme mierda, culeros. Alter! Warum kommen denn jetzt hier so viele? Was wollen die denn hier alle? Jawohl. Granate fliegt. Ey, die sind ja echt wieder bei allen Seiten. Okay. Haben wir, ne? Ja. Okay. So, jetzt Ruhe. Sehr gut. Ja. Okay, ich komme mal zu dir, warte. Jetzt wird hier auch schon wieder so unmöglich. Ja, lass mal hier kurz unterstellen, reinstellen. Und dann müssen wir das Gebiet hier nochmal durchsuchen. Hier sind bestimmt noch ein paar Sachen. Ja. Ja, Keule, super gemacht. Alles klar, ihr Lieben. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sind in dem neuen Gebiet. Er haut schon wieder ab. Ja, mach doch, was du willst, dann soll er sterben. Los, egal, die Quest ist vorbei. Granate! Nein! Timo! Okay. Kommen schon wieder Autos, ne? Ja. Alles klar, ihr Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Ghost Raccoon Wildlands. Bis dann. Bye, bye.